Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier aus der Motormafia. Dieselfahrer, aufgepasst, das betrifft sehr wahrscheinlich jeden Dieselfahrer von euch. Wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, im Hintergrund handelt es sich heute bei uns mal nicht um ein VAG-Fahrzeug, sondern tatsächlich um den BMW. Jetzt wird der ein oder andere wahrscheinlich etwas verstutzt sein. Die machen auch BMW, ja. Erstmal soweit klar, wir reden von einer extrem verkokten Ansaugbrücke. Soweit so gut. Klingt ja jetzt erstmal für dich, Philipp, dramatisch. Ich könnte mir vorstellen, dass schon ein bisschen Leistung fehlt dadurch, ne? Okay, vielleicht für euch erstmal ganz kurz als Hintergrund, ne, das, was wir jetzt hier drin haben. Ich denke, das kann man relativ gut erkennen, oder? So, das ist jetzt immer mit dem Schraubendreher hier drin, ein kleines bisschen rumgeklappert. Es gibt auch ein paar Leute, die irgendwas anfassen müssen und sich die Hände schmutzig machen. Wir haben ja bei unserem modernen Verbrennermotoren eine sogenannte Abgasrückführung. AGR hat jeder schon mal gehört. Hat vielleicht der ein oder andere auch das Video gesehen von unserem T5-Bus, was dort für eine Problematik vorherrscht. Fakt ist eins, das ist das Resultat von Abgasrückführung und Öldämpfen. Ich denke, jeder von euch wird sich die Frage wahrscheinlich selber beantworten können, ob das jetzt für unseren Motor gut oder nicht so gut ist. Ja, das finde ich nicht gut. Also, ich finde das nicht gut. Das finde ich nicht gut. Fakt ist aber auch, unsere Regierung, das muss man auch sagen, sieht ganz klar vor, dass wir eine Abgasrückführung brauchen, damit wir sauberer verbrennen. Das heißt, entscheidend ist ja nur das, was hinten rauskommt, damit wir für unsere Umwelt gut unterwegs sind. Was für euch letztendlich als Fahrer und Besitzer von so einem Auto oftmals wirklich ein großes, schwerwiegendes finanzielles Problem darstellen kann. Also zum einen, wie es der Philipp gerade schon gesagt hat, wir haben gravierenden Leistungsverlust, wir haben eine unsaubere Verbrennung. Was für mich dann, ich habe kein Abgaslabor, muss man dazu sagen, aber was für mich immer schwer nachvollziehbar ist, dass ich mit sowas tatsächlich wirklich eine saubere Verbrennung habe. Vor allen Dingen, wenn ich wahrscheinlich bloß noch 50 oder 60% von dem wirklich sauber verbrennen kann, was hätte eigentlich stattfinden können. Das krasse, schwerwiegende Problem bei der Thematik ist tatsächlich das hier. Wir haben diese Öl-Kohle-Asche-Ablagerung, ne, die sammelt sich hier unten überall, wo auch unsere Trallklappen sind. Ich halte jetzt mal die Welle von den Trallklappen fest, dann guckst du dir das mal an hier. So, das heißt, wir haben hier drinnen eine Blastewelle und wir haben hier kleine Blastetellerchen drauf. Ich drück's mal ganz einfach aus für euch, ne? So, das heißt, die Welle wird hier außen angetrieben, ne? Durch einen Stellmotor quasi hier auf und zu gemacht, ne? So, und dadurch, dass wir jetzt hier drinnen diese Ölascheablagerung haben, laufen wir Gefahr, dass unsere Welle über den Stellmotor außen immer gegen den Widerstand arbeitet und immer gegen den Widerstand drückt. Was passiert? Blaste, brauchen wir uns nicht vormachen, ist ein gewisser Verschleiß irgendwann vorhanden. Ja? Also hier noch nicht mal ein Vorwurf irgendwie an den Konstrukteur. Weil hätten wir diese, ich sag jetzt mal, Ascheablagerung hier drinnen nehmen und diesen Schmatter, dann würde das System wahrscheinlich auch tipptopp perfekt sauber funktionieren. Ende vom Lied ist, wir arbeiten immer wieder gegen die Kraft oder mit einer Kraft gegen den Dreck und unsere Klappen, das ist irre, guck dir das mal an hier. Die schlagen auf unserer Welle aus und irgendwann wird das Thema so groß, dass der ganze Spaß hier einfach auseinanderbricht und das in den Motor reinfällt. Kannst du dir vorstellen, was dann passiert? Oh, aua! Rischauer. Also auch wenn ihr jetzt denkt, das ist Blaste, ne? Wenn sich das löst und in den Ansaugtrakt reinfällt und zwischen Ventil und Ventilsitzring kommt, das Ventil offen stehen bleibt, na dann Prost Mahlzeit. Und das ist nicht der erste Schaden, den wir haben, wenn das passiert. Und was machen wir dagegen? Also grundsätzlich jetzt erstmal den Zylinderkopf komplett reinigen. In dem Falle haben wir ihn jetzt schon gereinigt. Das heißt, die Kanäle einmal mit Soda strahlen. Die Ansaugbrücke kommt jetzt einmal neu. Die neue Ansaugbrücke mal dagegen. Also hier bewegt sich nichts, ne? Hier ist alles fest. Und du hast ja das Problem dann auch noch, dass die sozusagen, wenn die jetzt offen sein sollen, ne? Dass die ja dann auch noch flattern im Windkanal. Das heißt, du hast ja sozusagen, du hast ja auch noch eine permanente Last drauf. Wenn du, mindestens ein Turbodiesel, ne? Das Ding fährt mit Luftüberdruck. Das heißt, die Belastung auf diese Klappen wird ja nie weniger. So, und je größer das Spiel wird, desto größer wird auch die Kraft auf diese scheiß Klappen. Also ihr seht schon, das ist dann irgendwann ein unaufhaltsamer Prozess. Hier vorne vielleicht noch zeigen. Gut, ich habe jetzt schon die Hälfte rausgekratzt, ne? Ist schon Wahnsinn. Du hattest jetzt gerade auch noch gefragt, was wir nun machen. Also in dem Fall jetzt grundsätzlich erstmal die defekte Ansaugbrücke erneuern, damit uns hier kein Riesenunheil passiert. Ja? Dem Ganzen irgendwie vorbeugen. Ich weiß, dass man zum Beispiel beim 1.9er T, im Vierergolf, als erstes immer hingeht,
vorne den Schlauch abzieht, damit das AGR zubleibt. Das mit dem Ventil abknicken, das sollte man nicht nachmachen. Aber es ist gut, dass wir das jetzt wissen, weil das hätte man ja gar nicht gewusst. Beim 1.9er TDI funktioniert das tatsächlich auch super. Bis zu einem gewissen Baujahr, irgendwann merkt er das dann. Ja? Macht eine Fehlermeldung. Ne? Okay. Hier macht er uns sofort eine Fehlermeldung. Ne? Also wir sind jetzt hier schon bei einer relativ modernen Motorsteuerung. Das heißt, egal was wir mit der Abgasrückführung machen, es ist Steuerhinterziehung, es ist Fahren ohne Betriebserlaubnis, aber es ist Haltbarkeit für dein Auto, für deinen Motor. Egal ob BMW, egal ob ein Audi, egal ob ein VW, das spielt gar keine Rolle. Das gilt es zu vermeiden. So, und hier ist es dann halt so, du machst es eigentlich, damit du es safe machst, mechanisch blind und du machst es über die Motorsteuerung noch mit blind. Was man aber auch wiederum dazu sagen muss, das gehört auch zu einer sauberen Beratung für den Kunden mit dazu. Ne? Wenn du das AGR zu 100% zumachst, hast du aber wiederum das Problem, dass es schwer wird, mit deinem Motor auf Betriebstemperatur zu kommen. Ja, also die modernen Dieselmotoren arbeiten wirklich sehr, sehr effizient. Die brauchen das AGR in einer gewissen Art und Weise auch, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Und um Partikelfilter zu regenerieren? Ja, moderne VW-Dieselmotoren, zum Beispiel im VW T6, 204 PS müsste das sein, 2.0 BTDI, also der Nachfolger von dem krassen Problemmotor. Der hat auch das AGR wieder einzeln extern sitzen, nee, in diesem Filtermodul drin. Bei dem ist es zum Beispiel so, kannst du den Partikelfilter nicht regenerieren oder das Auto selbstständig regenerieren, wenn du das AGR zu 100% blind machst. Der schiebt für die Partikelfilterregeneration die Abgasrate volle Bude an, damit wir brutal Temperaturen den Partikelfilter reinbekommen. So, das heißt, es gibt ganz viele, die das AGR zu 100% rausprogrammiert haben bei dem Motor und dann das Problem hatten, dass infolgedessen kapitale Motorschäden entstanden sind, weil der Motor die Motorsteuerung versucht hat, brutal gegenzuregeln, den Partikelfilter zu regenerieren, hat nie funktioniert. Partikelfilter wurde immer voller, Rückstau, thermischer Rückstau, Motorschaden. Ja, ich denke, da kriegt ihr vielleicht auch mal so ein bisschen ein Gefühl, ja, dass das alles schon auch mit viel Entwicklungsarbeit stattfinden muss. Großer Dank geht dort an der Stelle auch mal raus an den Thomas, dass wir da natürlich auch so einen gigantischen Partner haben, der da wirklich auch voll mit dabei ist. Auf jeden Fall spannend. Ich kann jedem nur empfehlen, AGR rausmachen. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich mich da rechtlich jetzt gerade irgendwie auf Glatteis bewege oder in einer Grauzone bewege. Vorsicht! Sven hat sich aufgrund seiner Emotionen zu einer Aussage treiben lassen, die auf keinen Fall eine Empfehlung darstellen soll. Jegliche Veränderung an der Abgasnachbehandlung sowie Eingriffe in das Motormanagement führen zum sofortigen Erlöschen der Betriebserlaubnis. Ja, es ist Steuerhinterziehung. Ja, es ist Fahren ohne Betriebserlaubnis. Aber ja, wenn du es nicht machst, kostet es halt eben auch im schlimmsten Falle aus deinem Portal extrem viel Geld. Ja. Philipp, hast du jetzt noch irgendwas, was ich in meinem Redefluss gerade wieder vergessen habe? Nö, also nicht. Gut. Dann würde ich an dieser Stelle vielleicht noch in eigener Sache ein Thema ganz kurz anmerken. Wenn euch die Videos gefallen, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne unseren Kanal, weil wir stellen halt fest, dass knapp 60% unserer aktuellen Zuschauer tatsächlich gar keine Abonnenten von unserem Kanal sind. Das darf sich gern ändern, damit ihr auch immer mit auf dem neuesten Stand seid und im Newsfeed auch immer angezeigt bekommt, wenn von uns ein neues Video kommt. Also lasst gerne ein Abo da, die Glocke sollen die Leute auch drücken, ne? Klingelingeling. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Der Kompressor ist jetzt auch an und das ist mein Punkt, wo ich mich verabschiede. Danke, ciao. Es folgen einige Szenen, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Letztendlich. Ich habe mich ja wieder vollgeschmattelt beim Essen vorhin. Nach dem fünften Teller Räppchen muss er eine Zwangspause einlegen. Hast du einen Fokus? Naja, dein Kopf ist genau in der Sonne. Das ist, den sieht man gar nicht. Weil ich ein Sonnenkind bin. Sonnenmädchen, tanz für mich. Rhythmus hast du nicht. Töne treffen hast du nicht. Deine Stimme, wie klingt die? Klingt da gar nichts. So geht's. Und mich blendet es halt ein bisschen, aber was soll's. So, bleiben wir dort, genau, ja. Bäuerchen, oder? Ist da. Willst du reingehen? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen weiteren Video hier aus der Motormafia. Wir haben für euch heute tatsächlich mal kein VAG-Fahrzeug. Das heißt, wir haben kein Audi, wir haben kein Skoda, wir haben kein Seat. Also wir fangen mal von vorne an. Ja. Ab und zu kommt natürlich doch auch mal ein BMW mit dazwischen. Und auch das war scheiße. Jetzt ist, okay, dann wollen wir es nochmal von vorne drehen. Ja. Hey, aua! Das habe ich auf Kamera, Robert. Das habe ich auf Kamera. Steht nicht auf meiner Gehaltsliste. Also sogar. Oh, nee. Ein Irrhaus. Gut. Also,
Ich würde jetzt gerne noch ein anderes Fabrikat zeigen, aber es ist tatsächlich das ähnliche VAG-fremde Fahrzeug aktuell. Nö, nee, hier draußen das schwarze, große, die Schrankwand. Oh, du meinst die G-Klasse, die weder nach vorne noch nach hinten rollt? Cool. Und wie ist das Auto dorthin gekommen? Ich weiß gar nicht, wann war denn das? Ich glaube, vor 2 Jahren oder so haben wir den Motor gemacht. Ja, gab es ein Video zu. Gab es ein Video zu, können wir hier oben einblenden. Auf jeden Fall kam der Kunde letzte Woche zu uns und sagte, du, bei mir ist eine Fehlerlampe angegangen. Und es hat so komische Geräusche gemacht beim Rückwärtsfahren. Ja, Termine momentan schwierig. Also wir haben jetzt Anfang September. Mitte Oktober sieht gerade recht gut aus. Der Kunde gesagt, ja, müssen wir es halt so machen. Ende vom Lied ist, Kunde geht hier raus, setzt sich ins Auto, will losfahren und das Auto macht gar nichts mehr. Und seitdem steht das Auto auf einem Platz, der eigentlich immer frei sein sollte. Das sind ja unsere 3 oder 4 Kundenanlieferungsplätze. Es steht, wie es steht. Ja, ich gehe jedes Mal hier raus, will irgendwas hier draußen an irgendeinem Auto machen oder mir ein Auto reinholen und dann sehe ich das. Fakt ist, dass der sein Auto auf jeden Fall einschätzen kann. Ja. Jetzt müssen wir gucken, dass wir Zeit finden, Getriebe raus, zerlegen, befunden. Falls ich es noch nie gesagt habe, dass das definitiv ein Thema ist, was jeden Dieselfahrer in einer gewissen Art und Weise betrifft. Hast du schon gesagt? Habe ich gesagt, ja. Damit ging das Video los. Ne? Okay. Ja.